Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute machen wir einen Hefeteig. Ich verwende ihn anschließend für Pizza. Ihr könnt genauso gut Brötchen daraus machen, eben entweder genauso gewürzt wie diesen Teig. Oder wenn ihr süße Brötchen machen wollt, dann einfach die ganzen Gewürze weglassen. Ich verwende Knoblauchpaste, Majoran, Oregano, Basilikum, ein bisschen Muskat und Salz. Wie gesagt, wenn ihr das zum süßen Teig machen wollt, dann verwendet ihr nur ein bisschen Salz und keinen Knoblauch, also wirklich nur Salz, dass es rein weißer Teig bleibt. Und dann könnt ihr süße Brötchen daraus machen. Gut, wir beginnen. Wir haben jetzt in dem Behälter haben wir 625 Gramm Mehl. Da geben wir einen Teelöffel Knoblauchpaste hinein. Ein bisschen geriebenen Muskat, etwas Salz, dann gebe ich gleich hinzu Oregano, ein bisschen zerreiben, ein bisschen Basilikum und ein bisschen Majoran, auch wieder zerreiben. Und da gebe ich gleich die Trockenhefe hinzu, ein ganzes Päckchen. Und dann braucht ihr dazu 100 Gramm Öl, dass eben schön geschmeidig wird der Teig. Und 320 Milliliter lauwarmes Wasser. Lauwarm, dass eben die Hefe dann gut aufgeht. Dann macht ihr einfach nur zu. Gibt es drüber, dass es nicht spritzt, dann schaltet ihr mal leicht ein. Ja, einstecken. Sollte ich auch noch. So. Dann immer einschalten. Genau, jetzt ist der Teig eben dann schon fertig. Ihr könnt ihn dann mit der Hand noch ein bisschen nachkneten, das Ganze vom Rand runtergeben. Und der sollte jetzt dann an einem warmen Ort für gut eine halbe Stunde rasten. Dann geht der sehr gut auf. Und dann kann man nachher auch schon weitermachen mit dem Teig. Also beginnen wir mit der Tomatensoße für die Pizza. Ich schneide jetzt hier mal eine Zwiebel grob zusammen, da ich die Tomatensauce später mixen werde. Ich habe das jetzt eine Zwiebel, weil für ein bisschen von der Soße braucht man eh nicht sehr viel mehr. Dann habe ich hier meinen Topf. Da gebe ich etwas von dem Knoblauchöl hinein, von der Paste, die oben drauf ist. In das Knoblauchöl gebe ich dann schon den Zwiebel, da ich den Topf schon, da habe ich schon ein bisschen aufgedreht gehabt und ein bisschen Knoblauch. Das Ganze schwitze ich ein bisschen an, gebe etwas Zucker hinzu. Warum Zucker? Weil Tomaten mögen recht gerne Zucker, also ist auch sehr gut, eben ein bisschen. Dann leere ich gleich eine Packung passierte Tomaten hinein. Drehe den Herd ein bisschen zurück, muss nicht so stark kochen. Soll dann ein bisschen köcheln. Das würze ich dann gleich mit ein bisschen Salz, wieder Basilikum zerreiben, hineingeben, ein bisschen Oregano,
und ein bisschen Majoran. Und am Schluss gebe ich noch ein bisschen Muskat hinzu. Wieder etwas geriebene Muskatnuss. Das Ganze rühre ich durch. Ihr könnt natürlich auch nur die passierten Tomaten verwenden. Aber ich finde es besser oder es schmeckt halt viel besser, wenn die Soße auch ein bisschen Geschmack hat. Also einfach wirklich nur Zwiebel und Knoblauch anschwitzen, gleich mit der Tomatensoße ablöschen und dann noch ein bisschen würzen, etwas köcheln lassen, pürieren. Und wenn ihr nicht die ganze Soße braucht, weil das ist sicher für die eine Pizza, die ich mache, zu viel, dann könnt ihr genauso gut, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr es selber mögt, euch Nudeln kochen mit Tomatensoße, weil die Soße hat ja schon Geschmack. Und genau, dann habt ihr schon eine fertige Tomatensoße für die Nudeln. So, das Ganze lasse ich jetzt kurz kochen und zum Pürieren filme ich wieder mit. So, die Soße hat jetzt ein bisschen gekocht, die Tomatensoße. Das Ganze gebe ich jetzt in meinen Mixer hinein. Schön auskratzen. Machen wir zu. Und dann mixen wir das Ganze durch und dann habt ihr eben die fertige Tomatensauce eben für Pizza und wenn was überbleibt, eben noch für Nudeln. So, der Teig von der Pizza ist gut aufgegangen. Ich klopfe den ins Ganze ein. Dann nehme ich ihn heraus, dass ich noch ein bisschen durchkneten kann. Ich werde das noch einmal kurz durchkneten. Ich werde den Teig halbieren. Und weil ich mache eine Pizza, aber zwei Böden, da ich die untere Hälfte mit etwas Tomatensauce bestreiche und Käse drauf gebe und dann den zweiten Boden darüber gebe, so habe ich eine gefüllte Pizza, also mit Käse gefüllt. Gibt ja auch die Pizzen, wo der Rand mit Käse gefüllt ist und ich mache es halt mit der ganzen Pizza, denn unsere ganze Familie mag das sehr, vor allem mit viel Käse. Aber das seht ihr dann eh, ich mache da ein bisschen ein Zeitraffer-Video draus. Darum erkläre ich das Ganze jetzt und dann oben belege ich es ganz normal. Eben zuerst die Soße, dann den Käse, dann zwei verschiedene Salami, Zwiebel, Speck, bisschen Mais, dann die Gewürze nochmal, also Majoran, Oregano und Basilikum. Gebe dann ganz oben drüber, reibe ich dann Parmesan und dann gebe ich ihn bei voller Hitze, bei mir sind das 250 Grad Ober-Unterhitze, für ungefähr eine Viertelstunde in den Ofen, maximal 20 Minuten, da müsst ihr halt gut schauen, dass euch das Ganze nicht verbrennt. Gut, wie gesagt, also ich teile den Teig in zwei Hälften mit einer Teigkante und genau, dann rolle ich ihn aus